Oh mein Gott, Leute, ich habe einfach ein huge Mibo in ein Spaceship bekommen. Einfach so. Vor der Aufnahme wollte ich ganz normal Daycare abholen, jetzt kriege ich aber ein huge Mibo in ein Spaceship. Ihr wisst, was das bedeutet? Oh, da ist es doch mal. Geil. Das bedeutet natürlich Verlosung. Zusätzlich zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, und zwar: Hey Leute, ich bin's Conny und heute habe ich schlechte Nachrichten für euch. Oder gute Nachrichten für euch, je nachdem wie ihr es seht. Ich höre nämlich mit Pet Simulator X wieder auf. Pet Simulator X bietet keine Updates mehr. Ich habe ja damals schon gesagt, ich spiele kein Pet Simulator X, wenn keine Updates kommen. Dementsprechend werde ich genauso wie vor anderthalb Jahren wieder alle meine Pets in Pet Simulator X verlosen. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich jetzt sehr viel mehr und wertvollere Pets habe. Aktuell habe ich einen Rap von 4,3 Trillion Gems und ich werde es wieder genauso machen wie damals. Es gibt eine Verlosung auf meinem Discord-Server, da könnt ihr einfach joinen, Verlose teilnehmen, genauso wie bei allen anderen Verlosungen. Werde ich euch gleich erklären und der Gewinner bekommt dann, nachdem die Verlosung abgeschlossen ist und er sich nach 12 Stunden gemeldet hat und wir uns treffen können, Zugriff auf meine Bank und ich werde alle meine Pets in meine Bank legen. Dann kann meine Bank leergeräumt werden und dann wär's das wieder mal mit meiner Pet Simulator X-Set. Apropos Bank, ich glaube, ich habe sogar in meiner Bank noch ein paar Pets. Ja, ich habe hier noch einen New Tailrock drin. Alles klar, ich habe hier noch ein paar Pets drin. Ich muss natürlich noch Pets anlocken, aber ich glaube, ich habe nicht mehr viele lockt, oder? Lock? Ne, ich habe nur noch die zwei Pets lockt, die ich lockt hatte. Diese ganzen Pets, diese ganzen Huge Pets hier, die ganzen Eggs, die ihr hier seht, alle Exclusive Pets, alle Event Pets. Und natürlich auch die starken Pets, die ich hier habe. Und natürlich auch die schwachen Pets, die ich hier habe. Die werde ich alle verlosen. Und um an der Verlosung teilzunehmen, musst du einfach nur auf meinen Discord-Server kommen. Ich erkläre jetzt einmal ganz kurz, wie die Verlosung ablaufen wird. Denn wenn ihr auf meinen Discord-Server kommt, dann sieht er ungefähr erstmal so aus. Natürlich müsst ihr vorher irgendwelche Fragen beantworten, blablabla, was auch immer. Aber ihr solltet auf dem Discord-Server auf jeden Fall einen Channel finden, der heißt Verlosung. Wenn ihr den Channel hier nicht findet, müsst ihr vielleicht nochmal ganz nach oben gehen, auf Kanäle und Rollen, auf Kanäle durchstöbern und hier dann den Verlosungs-Channel raussuchen und einen Haken setzen. Aber ich glaube, der wird standardmäßig schon angezeigt. Ansonsten gibt es hier noch diese Fragen, die man beantwortet kann. Vielleicht muss man hier raufklicken, um den Channel zu sehen. Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall könnt ihr dann auf den Verlosungschannel gehen. Aktuell ist die Verlosung noch nicht da, aber sie wird ungefähr so aussehen wie dieses hier oder dieses Titanic Giveaway hier. Da müsst ihr einfach nur auf diesen Knopf drücken, bekommt dann eine Benachrichtigung, wenn ihr teilgenommen habt. Könnt euch natürlich auch die Teilnehmer angucken und so weiter. Und wenn die Verlosung aufgelöst wurde, kriegt ihr eine Nachricht wie diese hier, wenn ihr gewonnen habt. Und ihr seht hier, bei der Titanic-Verlosung hat erst Anleli, ich weiß nicht, wenn man den Namen aussprechen soll, gewonnen, hat sich aber nicht innerhalb von 12 Stunden gemeldet, deswegen wurde neu verlost und zwar an Wallet's Play. Und Wallet's Play hat dann mein Titanic-Pad bekommen. Viel mehr gibt es gar nicht zu beachten, ihr müsst einfach nur teilnehmen. Natürlich muss man dafür einen Discord-Account haben. Man sollte auf seinem Discord-Account natürlich seine E-Mail-Adresse und seine Telefonnummer hinterlegt und verifiziert haben, weil vorher kann man den Server von mir nicht nutzen, damit wir einfach keine Zweitaccounts haben, die die Verlosung verfälschen. Und mit etwas Glück kannst du alle meine Pets in Pet Simulator X gewinnen. Ah, das hier baue ich noch ab. Und ihr braucht euch nicht scheuen und denken, oh, die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist so gering. Die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist ziemlich hoch. Ich habe ein Titanic-Pad unter nicht einmal 300 Leuten verlost. Und eine Chance zu 1 zu 300, sagen wir mal eine Chance zu 1 zu 600, ist immer noch um ein wahrscheinlich 100.000-faches größer, als dass ihr aus irgendeinem Eck, egal wie gut die Chancen sind, ein Huge-Pad ziehen wird. Die Chance ist immer noch höher, als die Chance, dass ihr ein Huge Mibo in a Spaceship bekommt. Und ich habe ja jetzt nach, ich weiß nicht wie vielen Tagen, ich die Daycare regelmäßig abgeholt habe, ein Huge Mibo in a Spaceship bekommen. 2008 existieren davon, seitdem es die Daycare gibt. Die hatten Rap von 203 Billion, das ist krass. Mein Rap ist auch dadurch jetzt gestiegen auf 5,24 Trillion. Das bedeutet, es lohnt sich jetzt noch mehr, bei der Verlosung zu gewinnen. Wobei, nein, nein. Ich werde so machen, dass ich zwei Verlosungen mache. Einmal die Verlosung für alle meine Pets und einmal die Verlosung für das Huge Mibo in the Spaceship. Und die Huge Mibo in the Spaceship-Verlosung, die findet auch auf dem Discord-Server statt, geht aber schneller vorbei. Das bedeutet, die Leute von euch, die aktiver meinen Kanal zuschauen und schneller reagieren können, die haben dann auch höhere Chancen, das Huge Mibo in the Spaceship zu bekommen. So werden wir das nämlich machen. Dann gibt es zwei Gewinner. Und wenn ihr eure Chancen erhöhen wollt, müsst ihr einfach nur aktiv auf meinem Discord-Server sein, weil auf unserem Discord-Server gibt es ein Level-System. Wenn man einfach aktiv Nachrichten schreibt in der Lobby mit irgendwelchen Leuten oder in irgendwelchen Voice-Channels ist und mit Leuten redet, dann steigt man Level auf und wenn man Level aufsteigt, steigt man auch im Tier auf und mit einem höheren Tier kriegt man höhere Gewinnchancen. Das ist jetzt nicht so, dass das rigged ist, weil die aktivsten Mitglieder dann die höchsten Gewinnchancen haben. Das hat mir mal jemand in die Kommentare geschrieben. Wir haben mal eine Verlosung gemacht, bei der die Gewinnchancen von Tier 4 Usern um das 60-fache erhöht wurden. Trotzdem hat jemand mit Tier 1 gewonnen.
Und das sollte doch eigentlich zeigen, dass die Chancen nicht rigged sind und nicht nur die aktivsten Leute gewinnen und man keine Chance hat. Es gewinnen bei den Verlosungen fast immer Leute, die gar keine hohen Level haben, weil es ist nun mal Zufall, wer gewinnt. Und beim Zufall kann alles passieren. Man erhöht seine Chancen, wenn man aktiver ist, aber das heißt dann noch nicht, dass man garantiert gewinnt. Wenn man eine Chance zu 99% hat zu gewinnen, gibt es immer noch die 1%ige Chance, dass man verliert. Das ist das, was viele Leute irgendwie nicht verstehen, aber naja. Auf jeden Fall könnt ihr eure Chancen erhöhen, indem ihr auf dem Server aktiv seid. Natürlich zählt es nicht, wenn ihr im AFK-Channel einfach chillt, da levelt man nicht. Und es zählt auch nicht, wenn ihr in irgendwelchen Bot-Channeln Commands schreibt, da levelt man auch nicht. Sondern nur, wenn man wirklich mit Leuten interagiert, dann levelt man auf dem Server. Wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Ich wünsche jedem von euch viel Erfolg. Bis dann und ciao!